Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier kommt der nächste Teil der Bambi-Serie sozusagen. Ich zeige euch die drei folgenden Tage, also Donnerstag, Freitag und Samstag der vergangenen Woche. Ihr seht hier zunächst, wie ich ihr das Halfter anziehe. Das habe ich natürlich auch alles schon auf der Wiese mit ihr geübt, denn immerhin war sie schon mit mir auf zwei Fohlen schauen, also einmal auf der Fohleneintragung und einmal auf dem Fohlenchampionat. Natürlich war immer ihre Mutter dann auch dabei. Und ich habe sie natürlich frühestmöglich ans Halfter gewöhnt auf der Wiese, das kennt sie also. Nichtsdestotrotz findet sie das immer auch nicht so cool, wenn man mit dem Halfter kommt. Da ist die Nessie zum Beispiel ein bisschen anders. Hier habe ich einfach mal ausprobiert, ob ich sie ganz normal übers Paddock führen kann, was jetzt hier auf den ersten Blick gar kein Problem darstellt. Da hatte ich auf der Wiese schon größere Not. Man darf aber nicht vergessen, dass sie A, hier auf einem begrenzten Raum ist, B, ihr auch ein bisschen langweilig ist, C, ihre Mama und ihre beste Freundin einfach nicht mit dabei sind, an denen sie sich orientieren kann und sie sich hier auch einfach nicht so sicher fühlt, wie in ihrem Zuhause, wo sie eben 8 Monate aufgewachsen ist. Hier seht ihr, dass sie sich nicht so gerne eben in diesem Hals-Genick-Bereich anfassen lässt und ich desensibilisiere sie da einfach mal, indem ich immer wieder meine Hand dahin halte und gleich, wenn sie eben einmal fein stillhält, dann lasse ich sie da auch wieder in Ruhe. Das ist übrigens bei allem eine ganz gute Methode, wenn ein Pferd halt irgendwas nicht will, einmal versuchen, durch die Sache durchzukommen, bis das Pferd eben einmal stillhält und ihm dann wieder die Ruhe zu geben. Hier habe ich ausprobiert, ob sie auch an der Hand ein bisschen rückwärts und vorwärts geht. Das war auch gar kein Problem. Habe sie heute mit Möhrenstücken belohnt. Ich habe ja gelernt aus dem letzten Mal, dass sie keine Leckerlis mag. Und habe mich dann wieder den Hufen gewidmet. Ja, das war dann heute wieder total schwierig für sie. Ich habe aber auch dann bemerkt, dass es für sie ein Problem ist, wenn man das so von vorne macht. Im späteren Verlauf des Videos seht ihr dann, dass ich mich gedreht habe. Also quasi mit meinem Gesicht auch in ihre Fahrtrichtung schaue. Da wurde das Ganze dann ein bisschen einfacher. Aber erstmal habe ich das hier so probiert und das war gar nicht mal so einfach. Ich bin ihr dann also so eine Weile auf Paddock hinterhergelaufen. Hier habe ich mich gefreut, dass ich einmal wenigstens das Beinchen anfassen durfte, wenn ich es schon nicht hochheben darf. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass ihr das nach einer Zeit einfach viel zu blöd wird. Aber sie hat eine sehr lange Ausdauer und einen sehr starken Willen. Und hier zeige ich euch mein erstes Erfolgserlebnis an dem Tag. Ich durfte dann vorne rechts einmal den Huf hochheben. Und habe ihr dann natürlich wieder direkt ein kleines Päuschen gegönnt. Was man nicht gut sehen konnte, war, dass als ich den Huf in der Hand hatte, ich ihr direkt ein kleines Stück Möhre reingeschoben habe. Und das habe ich dann auch weiterhin so gemacht, immer wenn ich mal ein Hüfchen nehmen durfte. Hier habe ich dann auch quasi einfach mal festgehalten, auch wenn sie auf drei Beinen rumhüpft. Solange man das schafft, ist das okay. Das Pferdchen darf sich dann natürlich nicht irgendwie total reinsteigern, hinfallen, verletzen. Habe ich ihr dann auch wieder direkt ein Stückchen Möhre gegeben und das hat sie dann auch relativ schnell verstanden. Denn so haben wir weitergearbeitet und ja, vorne links war das Ganze dann wieder total schwierig, auch wenn vorne rechts dann einigermaßen ging. Habe ich aber irgendwann dann auch geschafft. Man muss immer mal wieder auch ein Schrittchen zurückgehen, so wie ich jetzt hier. Ich wollte jetzt gerade mal einfach nur ihren Ellbogen anfassen und wenn sie Ruhe gibt, lasse ich sie. Weil wenn man merkt, die steigern sich da zu krass rein, dann muss man einen Schritt zurückgehen. Hier wollte ich zum Beispiel auch nicht, dass sie sich das Leckerli von mir dann selber nimmt. Die ist nämlich schlau. Die gibt mir den Huf nicht, denkt sich aber, okay, du hast Leckerlis, die kann ich auch so haben. Dafür brauche ich dir den Huf nicht zu geben. Und deswegen habe ich ihr eben einmal so gegen die Nase geflitscht, damit sie da wirklich einmal auch Abstand hält. Das ist mir auch ganz besonders wichtig. Ja, vorne links war also dann das neue Problem. Da hat sie sich dann auch so ein bisschen reingesteigert. Und man hat jetzt auch gesehen, als ich das Halfter festgehalten habe in der Hand, wurde das für sie schon wieder zu viel. Also habe ich das dann wieder losgelassen und habe dann weiter hier an dem linken Vorderhuf gearbeitet. Auch hier hat sie natürlich wieder ein Stückchen Möhre bekommen, wenn sie mir den Huf brav gibt. Damit lernt sie bisher am besten. Hier habe ich das Ganze dann nochmal gemacht, nochmal am linken Vorderhuf und auch hier gibt es wieder das Stückchen Möhre. Das mache ich übrigens kürzer als beim rechten, weil ihr das schwerer fällt und dann der Lerneffekt halt schneller da ist. Jetzt habe ich nochmal den rechten genommen und man sieht, dass sie schon ganz genau weiß, wo die Möhre ist, aber solange sie mir dann den Huf gibt, soll mir das erstmal egal sein. Daran arbeite ich dann später, dass sie da so ein bisschen höflicher ist und nicht nach dem Leckerli sucht, weil in die Richtung möchte ich natürlich dann auch nicht gehen. Aber erstmal bin ich froh, dass sie mir die Hufe eben gibt. Auch wenn es dabei halt Bestechung bedeutet. Und man sieht auch, dass ich hier eben meine Richtung, also meine Position geändert habe. Ich gucke jetzt in Fahrtrichtung des Pferdes und das hat eindeutig besser funktioniert. Ja, kommen wir nun zum nächsten Tag, zum Freitag. Da habe ich ihr dann zum ersten Mal die Nori mit aufs Paddock gebracht. Zum einen, weil sie die schon kennt. Zum zweiten, weil ich ihr ein bisschen Gesellschaft geben wollte. Und zum dritten, weil ich nämlich am folgenden Tag, am Samstag, die beiden zum ersten Mal zusammen führen wollte, außerhalb von Bambis Paddock. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir sind zum Roundpen gegangen. Sie konnten da ein bisschen laufen, sich bewegen. Und dann haben wir wieder zurückgeführt. Das zeige ich euch jetzt einmal vom nächsten Tag mit ein bisschen Musik hinterlegt. Viel Spaß dabei!